Und dann halt. Herzlich willkommen zurück auf YouTube. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Mission. Sollten wir nicht. Ach so, muss den nur erstmal verlassen. Und wo ist er jetzt? Ich drängte ihn mit der Talos-Gruppe von einem medizinischen Konvoi Richtung Yavin. Er steckt in Yavins Atmosphäre fest. Kein Hyperantrieb. Für die Talos-Gruppe allein sind zu viele Jäger vor Ort. Wäre gut für uns beide. Ah, ein Besucher. Wedge Antilles, Renegatenstaffel. Ihr seid wohl dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Ja, so ein bisschen. Ich habe ein Problem mit einem Sternzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Auch schon wieder? Wir brauchen einen Sternzerstörer für Projekt Starhawk. Intakt. Ah. Zeigen wir, was Vanguard kann. Wedge? Intakt? Sollen wir den klauen gehen, oder wie? Ihr habt das vermutlich alle schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternzerstörer Victorum über den Planeten Yavin eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen, ihn kampfunfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Das ist klar. Wenn wir auch das Zielerfassungssystem zerstören können, verschafft uns das noch etwas mehr Zeit. Anschließend müssen wir den Sternzerstörer zum Entern klar machen. Dafür müsst ihr eine potenzielle Schwachstelle im Rumpf der Victorum ausfindig machen, am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine gute Stelle gefunden habt, bombardiert sie, bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Victorum noch immer einige Teiljäger im Hangar hat. Und die werden versuchen, uns aufzuhalten. Sobald alle Ziele ausgeschaltet wurden, kann die Entermannschaft übernehmen. Während unsere Truppen die Brücke einnehmen, wird Vanguard die Außenseite beschützen, für den Fall, dass feindliche Verstärkung eintrifft. Die 100 Prokom und die Kontrolle über den Sternzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Temperance. Okay, das klang jetzt so, als ob das Stehlen eines Sternzerstörers eigentlich ganz einfach wäre. Hoffentlich habe ich recht. Ein Sternzerstörer. Verlangst du ihn da nicht schon ein wenig zu viel abblenden? Vanguard wird damit klarkommen. Oder etwa nicht? Außerdem braucht Projekt Starhawk den Sternenzerstörer für... Na, du weißt schon. Ja, danke, das darf ich jetzt nicht erfahren. Wedge hat sich in der Schlacht von Yavin einen Namen gemacht. Er kennt das System besser, als es das Imperium je kennen wird. Ihr kämpft in einem ehemaligen Gebiet der Rebellion. Wenn Wedge also einen Ratschlag hat, solltet ihr lieber die Ohren aufsperren. Denkt außerdem daran, dass auch ein verwundeter Krakaner noch zubeißen kann. Seid vorsichtig in der Nähe des Sternenzerstörers. Brecht auf, so früh. Jo, alles klar. Dann reden wir nochmal mit Wedge. Entschuldige die übereilte Vorstellung. Die Talos-Gruppe verlässt sich darauf, dass ich so schnell wie möglich Verstärkung für sie organisiere. Dein Commander meint, dass du Talent hast. Genug, um einen Sternzerstörer zu stehlen. Das werden wir sehen. Normalerweise würde ich die Renegatenstaffel damit beauftragen. Aber General Syndulla hat mich vorübergehend Projekt Starhawk zugeteilt. In der Zwischenzeit kümmern sich die Renegaten um eine andere vertrauliche Angelegenheit. General Syndulla hält uns ordentlich auf Trab. Euer Commander und ich haben etwas gemeinsam. Auch ich bin früher für das Imperium geflogen. In der Sky Strike Akademie. Mich der Rebellion anzuschließen war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wünschte, mehr meiner Freunde hätten das mir gleich getan. Na gut, das war ein nettes Gespräch. Aber die Talos-Gruppe wartet auf uns. Du, das war kein Gespräch. Das war ein Monolog von dir. Es ist schade, dass du hier nicht wirklich Dialoge führen kannst. Wir sind also auf dem Weg nach Yavin, mit wichtiger Gesellschaft, wie es aussieht. Und jetzt wissen wir, dass Projekt Starhawk einen imperialen Sternzerstörer benötigt. Das ist genug Feuerkraft, um eine kleine Flotte auszulöschen oder dem Imperium eine unangenehme Überraschung zu bescheren. Das allein würde die Geheimnistuerei nicht rechtfertigen. Es steckt mehr hinter dem Plan des Commanders. Wir müssen ihm wohl einfach vertrauen. Leider wird das keine leichte Angelegenheit. Selbst ein beschädigter Sternzerstörer verfügt über unzählige Panzerungen, Geschütze und Schilde. Tja. Mein armer, intoleranter Vater nannte Sternzerstörer immer die Fäuste des Imperiums. Falsch lag er damit nicht. Aber sie sind nicht unbesiegbar, wenn man gut ist und Glück hat. Bleiben wir lieber optimistisch. Auf nach Yavin. Verschwenden wir keine Zeit. Jawohl, auf nach Yavin.
Der Commander will, dass du diesmal einen X-Flügler fliegst. Ich habe ihn für dich mit Ionenraketen ausgestattet. Damit lassen sich feindliche Jäger sowie Subsysteme von Großkampfschiffen lahmlegen. Hatten wir nicht eben auch einen X-Flügler? So, auf geht's. Sitze, da sind sie. Oh. Da ist ja noch einer. Sag mal, warum fliegst du jetzt hier nur um die rum? Schildsteuerung. Konzentrieren. Du kannst deine Schilde vom Bug oder zum... Moment, halte. Einsteigen kann.
Du bist nach 5. Ein Sternzerstörer aufbrechen, genau wie in alten Zeiten. Aufpassen, Vanguard! KI packt ihr Märchenbuch aus! 5 kennst du noch nicht? Bestimmt. Bescheid, wenn ich meinen Funk wieder einschalten kann. Wenn dein Funk ausgeschaltet ist, wie sollen wir dir dann sagen, dass... Johl, Mann, böse mal. Ach, wir haben Jägermaske. Dabei, restlichen zu zerstören. Ich bin schon dabei. Zelle nur. Das war's. Alle Jäger zerstört. Ich denke, alle sind zerstört. Was ist er denn jetzt schon da? Wir schießen ja eigentlich noch. Verstärkung.
Sie werden die Vektoren nicht kampflos aufgeben. Banker, schießt gegen die Kreuzer ab. Folgte schon eine Zielerfassung. Standardmäßig berücksichtigt eine Zielerfassung nur einen Satz. Du kannst dies aber mit dem Zielerfassungsrad ändern. Du kannst das Ziel auf Flaggschiff-System einstellen. Halte L2 gedrückt. Angreifer des Ziels. Moment. Alle Feinde auswählen und lass es los. Hab ich doch. Ich hab doch schon wieder losgelassen. Erfasse Angreifer des Ziels. Warum geht's nicht weiter? Halt L2 habe ich. Drücke nach links. Lasse los, um deine Auswahl zu bestätigen. Habe ich. Es geht nicht weiter. Oh, was ist das denn jetzt hier für ein Kappes? Er hat die Steuerung hier wieder umgestellt. Der Feind hat dich erfasst. Explodiere da hinten bloß nicht. Nicht schlecht. Was ist er denn nun? Schon wieder? Alle erwischt. Okay, an meiner Position sammeln. Ja, müssen wir hin. Die ganze Zeit schon Unterstützung. Noch ein imperiales Trägerschiff. Eins? Jetzt sind es drei Trägerschiffe. Ich wollte gerade sagen. Wundervoll.
glaube, da war ich jetzt nicht mehr wirklich dran beteiligt. Ich eskortiere die Thanos-Gruppe zu einem sicheren Zufluss aus. Ausgezeichnete Arbeit. General Syndulla wird beeindruckt sein. Wedge Adam. Das ging jetzt aber schnell zurück. Ui! Eine Medaille mehr bekommen. Die für Schnelligkeit. In 13 Minuten oder weniger. Frisk vor einer tödlichen Verfolgung gerettet. Das haben wir nicht geschafft. Mit der Unterstützung von Wedge Antilles hast du den Sternzerstörer Victorium eingenommen. Welche Rolle dieser für Projekt Starhawk spielt, ist noch ungewiss, aber Lyndon Jarvis verspricht baldige Antworten. So, und an dieser Stelle werde ich den Stream beenden. Es war schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, es ist euch nicht zu sehr schwindelig geworden. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, wer möchte, ein Blink, darf natürlich gerne einen Kommentar da lassen oder ein Like. Augenblick mal eben. 9 Kommentare. Moment mal eben. Ah, wie nice das aussieht. Das ist VR. Alles klar. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, wie lang die Story ist, weiß ich noch nicht. Ich habe aber, meine ich, auch mal gehört, so lang soll sie nicht sein. Aber bisher macht sie zumindest Spaß. Und ja, wer auf YouTube später nach das Ganze mitverfolgt hat, auch dir lieben Dank. Und wie gesagt, Kommentar da lassen, Like da lassen, kostet nichts und ist schnell gemacht. Damit helft ihr mir aber. Und ja, dann sage ich jetzt noch Arrivederci, winke, winke und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Euer, dein Aiden Croft. Und VR Games gibt es im Moment ja genug bei mir. Walking Dead, Saints and Sinners, Walking Dead Onslaught. Dann hatte ich noch Hitman 3 drin und ich habe noch eins. Das habe ich aber noch nie gespielt, deswegen habe ich den Namen gerade nicht im Kopf, was noch kommen wird. Also es tut sich einiges in VR und deswegen lohnt es sich, glaube ich, hier öfters mal reinzugucken. Aber jetzt bin ich auch weg. Bye, bye.